Was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video. Mein Name ist Dennis und heute zeige ich dir eine grundlegende Timing-Übung, die du dir unbedingt anschauen solltest. Die Übung an sich ist relativ einfach erklärt. Wir spielen Eintaktviertel, Eintaktachtel und Eintaktsechzehntel Noten und gehen dann wieder zurück zum Anfang. Das Ganze klingt dann ungefähr so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Aber warum ist diese Übung jetzt so wichtig? Mit dieser Übung trainierst du gleichzeitig zwei Bereiche, die du als Schlagzeuger auf jeden Fall gut bedienen können solltest. Timing und Übergänge. Obwohl in einer Band jeder Musiker ein gutes Timing haben sollte, fällt diese Aufgabe im Zweifelsfall immer auf den Schlagzeuger zurück. Des Weiteren ist der Schlagzeuger so ziemlich der einzige Musiker, der mit seinen Fills neue Teile ankündigt. Vor allem der Wechsel zwischen Achtel und Sechzehnteln wird dabei sehr häufig gebraucht. Zum Beispiel, wenn du einen Achtel-Groove spielst und danach ein Fill, um in den nächsten Teil überzuleiten, wird dieses Fill in vielen Fällen ein Sechzehntel-Fill sein. Das würde dann so klingen. Im Groove, rechte Hand spielt Achtel auf der Hi-Hat. 1, 2, 3, 4, Fill. 3, 3, 4, 1. Also wie genau hilft dir diese Übung jetzt dabei, dein Timing zu verbessern? Dir wird mit dieser Übung bewusster werden, in welcher Relation die Notenwerte zueinander stehen. Je feiner du einen Takt unterteilen kannst, desto genauer bist du in der Lage, einzelne Noten in diesem Takt platzieren zu können. Das lässt sich relativ einfach anhand einer Übung mit dem Metronom demonstrieren. Nehmen wir mal an, du möchtest die Übung in 60 BPM spielen. Ich persönlich fange übrigens grundsätzlich alles, was ich neu lerne, bei 60 BPM an. Egal, ob ich es schon schneller spielen kann oder nicht. Denn Kontrolle ist grundsätzlich wichtiger als Geschwindigkeit. Ein Metronom gibt standardmäßig immer einen Viertelpuls vor. Das heißt, bei 60 BPM wären wir hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Bei diesem Viertelklick musst du jetzt schauen, dass du bei den Achteln und bei den Sechzehnteln selber dafür sorgst, dass sie gleichmäßig zwischen zwei Klicks verteilt sind. Wenn wir jetzt aber das Metronom auf einen Achtelpuls umstellen, dann kriegen wir doppelt so viele Schläge vorgegeben. Das heißt, es wird ein bisschen einfacher, weil wir selber weniger überlegen müssen, wo jetzt die einzelnen Schläge hinkommen. Klingt dann so. Viertel, 1, 2, 3, 4. Aber wir kriegen jetzt die Achtel dazwischen auch immer angegeben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Jetzt können wir noch eine Stufe höher gehen und die Unterteilung auf Sechzehntel stellen. Das heißt, wir kriegen dann alle möglichen Schläge, die wir spielen müssen, vorgegeben. Das klingt dann so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Natürlich muss man sich, wenn man noch nicht so oft mit einem Metronom gearbeitet hat, erstmal daran gewöhnen, dass man jetzt so viele Klicks vorgegeben bekommt. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es umso einfacher, weil man seine ganzen Schläge einfach komplett an diesem vorgegebenen Raster ausrichten kann. Das heißt, wenn ich jetzt Sechzehntel spiele, spiele ich einfach jeden Klick mit. Wenn ich Achtel spiele, spiele ich jeden zweiten Klick mit. Und wenn ich Viertel spiele, spiele ich jeden vierten Klick mit.
Das heißt, ich muss überhaupt gar nicht mehr selber nachdenken oder selber versuchen, diese Schläge exakt am Raster auszurichten, sondern mir wird wirklich alles komplett vom Metronom vorgegeben. Versuchen wir es mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Das heißt, in diesem speziellen Fall muss ich persönlich wirklich gar nicht mehr nachdenken und mir gar keine Gedanken mehr darüber machen, wo meine Schläge hinkommen. Ich spiele einfach nur mit dem Klick mit. Und jetzt stell dir mal vor, du könntest dir selber diesen 16-Klick vorgeben. Ja, das heißt, in deinem Kopf läuft quasi die ganze Zeit dieses Metronom mit 16-Unterteilung mit und du richtest nur noch deine Schläge, die du dann spielen willst, daran aus. Genau das ist der Zweck dieser Übung. Wie gesagt, je feiner du selber ein vorgegebenes Tempo unterteilen kannst, desto sicherer kannst du dir bei der Platzierung einzelner Noten sein. Ich würde dir vorschlagen, wenn du diese Übung noch nie probiert hast, lass dir ruhig alle 16 vorgeben und spiele diese Übung so lange, bis du dir wirklich absolut sicher bist. Danach kannst du auf eine 1/8-Unterteilung und zum Schluss auf die 1/4 runtergehen. Und wie bereits erwähnt, geht es bei dieser Übung nicht um Geschwindigkeit, sondern um Kontrolle und Verständnis. Das heißt, das Ziel ist auf keinen Fall, diese Übung irgendwann bei 200 BPM spielen zu können, sondern einfach nur zu verstehen, wie die Notenwerte zueinander stehen. Außerdem kommt noch dazu, ab gewissen Geschwindigkeiten macht ein 16-Klick auch nicht mehr wirklich viel Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf 150 BPM mein Metronom mit einer 16-Unterteilung anmache, ist das nicht mehr unbedingt hilfreich. Ja, irgendwann wird es einfach zu viel. Ich würde sagen, wenn du in einem Bereich von, sagen wir mal, 50 bis 100 BPM bleibst, reicht es vollkommen aus. Wie gesagt, es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern auf die Kontrolle und das Verständnis. Und das war auch schon alles, was ich in diesem Video loswerden wollte. Ich würde dir vorschlagen, spiel diese Übung jedes Mal, wenn du dich ans Schlagzeug setzt, als Warm-up. 5 Minuten reichen schon vollkommen aus. Und ich garantiere dir, dein Timing und dein Verständnis für das, was du spielst, wird sich auf jeden Fall verbessern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!